Okay, hallo liebe Leute, für alle, die jetzt hier gerade einschalten. Ich lade dich mal ein. Ich habe dich invited. Wir sind in einer Party. Ja, wir spielen Starbound und gucken uns das Ganze mal an. Genau. Irgendwie ist das jetzt so aus dem Nichts entstanden. Aus Versehen. Warte, ich muss irgendwie meinen Bildschirm anpassen. Aber nur ein bisschen. Dass ihr auch wirklich alles seht, aber nicht zu viel. Okay. Was soll man beim Multiplayer die... Ach so, oh shit. Okay, wir müssen noch mal raus, sonst verbuggen wir was. Okay. Moment, ich lade dich gleich noch mal ein. Okay. Du brauchst aber noch mal einen neuen Charakter dann. Okay. Leider. Okay. Dann nehmen wir die... Okay, dann machen wir die Roboter. Dann machen wir die Roboter. Na gut. Okay. Hallo, E-Ray, also. Jo. Dann bin ich die Frau, okay? Was ist denn die Frau? Ja, die Steckdose. Ach so, okay. Die Steckdose. Okay. Hallo. Randomize. Dann mache ich die Frau, genau. So, Hair Color. Ah, ne, Lights Color, lol, sogar die Augen. Tail Color. Boah, ist das lustig. Ist das cool. Also, den nennen wir nicht Renford, sondern 101. Wie sollen wir die jetzt nennen? Ich nenne meinen 101. Und wer bin ich dann? Wie du willst. Oh nein, ich hab 101 jetzt gemacht. Egal. Oh nein, ich bin... Ja, ich hab irgendwie schon fertig. Oh. Hast du schon dann gedrückt? Ja. Scheiße, jetzt musst du nochmal. Weil ganz unten steht Skip Intro Mission, die müssen wir skippen, sonst Achso. Kommen wir nicht zusammen. Okay. Die müssen wir skippen, leider. Thunderhand. Oh mein Gott, was ist das für ein Name? Entschuldigung, 101 ist einfach nur der Hammer. Also ich bin dann 202. Wie du willst. Du kannst auch 1010 sein. Keine Ahnung. Dann bin ich 1010. Ja. Ja, okay, dann bin ich vielleicht 202. Wie du willst. Sehr komischer Name. Da bin ich 010. 010, das finde ich gut. Ich bin die 1, die dir fehlt. Ja, und ich bin die 2, 1, genau, die dir fehlt. Genau. Damit wir super. Nicht mehr funktionieren. Ja, damit. Was? Ja, okay, so an jetzt, aus, an aus. Jetzt gehst du ins Spiel. Jetzt gehst du auf Done mit Skip Intro Mission. Okay. Dann bist du auf deinem kaputten Raumschiff, oder? Moment, aber was? Was? Warte mal, ich muss jetzt hier wieder joinen. Musst du mir noch eine Einladung schicken? Ach so, stimmt, ich muss dich ja zum Spielen einladen. So. Okay. Okay, und jetzt lade ich dich wieder ein. 101. Was ist denn das? Ein Planet? So. Hoffentlich passt es. Achso. Party accepted. So, jetzt musst du dein Ship mal rebooten. Was? Boot up your ship computer. Quests. Boot up. Stop tracking. Abandon. Abandon? Was muss ich denn machen? Einfach, dass es wieder an ist, da drin die Lampen und so. Ach so, ich muss hier drin was machen. Genau, an deinem rechten Schiffscomputer. Mit E interagierst du. Ah, okay. Das macht Sinn. Da kannst du auch rechts nämlich die Tür aufmachen. Zum Beispiel. Das ist überall, wo du mit der Maus drauf hältst. Ah, okay. Das geht nicht. Warum habe ich den einen? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich habe hier ein Schwein. Ja, und das ist dein Haustier. Nicht. Ja. Navigation offline. Oh mein Gott. Oh no, my navigation is offline, ladies and gentlemen. What should I do? Should I beam me up? This ship navigation system were damaged in our escape? Oh, our location. Die muss Roboter schreien. We are currently in orbit around an unknown world. Das hört sich an wie Inder. Total rassistisch, lass das. Damage. And we are unable to leave orbit. I suggest you beam down on the planet's surface using the teleporter. Machen wir aber jetzt aber nicht. Warum nicht?
Dann mach, also mach den erstmal fertig, den Computer. Ja. Und dann gehst du zu deinem linken Computer und da holst du alle Sachen. Gegeben, Alter, den hab ich alle so fertig gemacht, Alter. Ich hab gesagt, deine Mutter. Und dann 101110. Dann nimmst du alles aus dem Chip locker links raus, aus deinem Storage. Und du siehst, in deinem Inventar hast du 5 Inventare. Eins für Rucksack ist Zeug, der Brick ist Baumaterialien, dann hast du Einrichtungsgegenstände und Lebensmittel. Was ist das? Ein Flashlight ist ja wohl Rucksack. Das? Ja, Ouch. Du kannst auch Shift drauf drücken, der ordnet dir das dann selber ein. So. Weil ich habe zum Beispiel das Schwert, die Flashlight und die Torch oben in der Leiste schon drin. Ich hab canned food, ich bin Roboter. Wer hat denn das hier gemacht? Ich glaube, wir brauchen trotzdem was zu essen. Ich habe auch ein Schwert. Ja. Wie rüste ich mir das aus und wo rüste ich es aus? Ja, du kannst es dir oben in die Hotbar legen. Die Hotbar. Das ist dann 1 bis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 bis 6 ist das. Ach, da oben. Mhm. Irgendwo. Links. Broken Broadsword. Rechts. Genau, das bedeutet zum Beispiel, da kannst du jetzt zum Beispiel Sachen, die nur eine Hand brauchen, kannst du denn bei der Taschenlampe jetzt noch was in die Hand nehmen, die rechte. Dafür ist das da sozusagen. Aber das Schwert braucht beide und die Torch braucht auch beide Hände, sozusagen. Wie kann ich mein Schwein töten? Gar nicht. So hast du das Zeug jetzt, ja? Es lebt und alles, was lebt, muss sterben. Jetzt siehst du ja oben links mich, ne? Ja. Wenn du auf mich draufklickst, kannst du dann auf Beam to Ship gehen? Ja. Ui, genau. Mein Gott. Ich hab draufgeklickt. Hab ich schon gesagt, dass ich sehr un... Ja! Hallo! Hallo! Ach so, begrüßen wir uns richtig. Beep, beep, beep. Bibidi, boop, boop. Ey, du kannst mit den Pfeiltasten Emotionen aussprechen. Guck, wenn ein Pfeil runter, dann weint er. Ich hab 3 Augen, wenn Pfeil nach oben. Ja, 3 Augen. Was ist denn das für eine Emotion? Was bedeutet 3 Augen? Ich weiß auch nicht. Hallo. Beep. Okay. Beep, 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 beep. So, mit Linksklick kannst du normal schlagen und mit Rechtsklick, also mit dem Schwert, mit Rechtsklick machst du so einen Special Move. Warte, ich oben hab's noch nicht richtig irgendwo hingelegt. Das Schwert. Ich hab das immer auf der 1. Muss ich das anklicken und dann 1 drücken oder was? Nee, wenn du das in der Leiste oben auf den ganz linksten Slot machst, Das ist die 1. Ach so. Genau. Genau. So, und jetzt ist das Ding, wir machen das jetzt so, du vergisst einfach komplett dein Schiff. Jetzt ist deine Energie leer, das ist der grüne Balken. Aber ich habe Reserve-Akku. Der braune Balken ist unser Essen, also wir müssen in dem Fall doch essen. Das machst du, indem du es aus deinem Inventar nimmst oder da, wo du es auch hast. Und dann klickst du auf dich drauf. Da musst du halt in den Slot gehen, wo du nichts in der Hand hast. Oder R drücken. Weil wenn du R drückst, dann kommen wir zum Besten. Aber das machen wir gleich. Ich fang jetzt kurz die Folge für YouTube an. Achso. Okay. Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr. Achso, nee, warte, wie müssen wir reden? Bibidupup, bip, bip. Gegrüßt. Hallo seid ihr. Und herzlich willkommen auf unserem Planeten Matta. Nee, wir haben ja gesagt Möppi. Nee, oh. Mappi. Mappi. Auf Planet Mappi. Oh. Das gefällt mir. Wir spielen heute mal eine Runde Starbound, ein Spiel, was ich schon immer mal spielen will mit jemandem, aber niemand finde. Und Matta habe ich jetzt natürlich im Keller eingesperrt und der muss jetzt. Von dem her klappt das. So, Matta, wir machen das so, du vergisst jetzt mal komplett dein Schiff. Das heißt, wenn wir von einem Planeten nach oben beamen, bist du immer auf deinem kaputten Schiff. Mhm. Du kommst dann aber immer direkt zu diesem hier, weil wir brauchen kein zweites. Wir kümmern uns nur um eins. Okay? Schiffsspeicher gelöscht. Okay, das heißt... Schiffsspeicher gelöscht. Jedes Mal, wenn du jetzt hochbeamst, so, was ist das für ein Schiff hier? Okay, wie wir uns ganz doll auf den Sack gehen können, ist hiermit. Kann ich die Tür nicht aufmachen? Oder? Doch, natürlich kannst du das. Aber nur, wenn du da stehst. Wieso? Du musst natürlich dann auf den Sack gehen. Na, weil das laut ist. Ach so. Okay, wir beamen mal nach unten, oder? Würde ich sagen. Ja, lass uns alle Lebensformen auf diesem Planeten. Ich hab's so gewusst. Okay, rechts in der Leiste kannst du auf den Pfeil nach unten klicken. Ah. Muss ich mich nicht hier in den Beamer stellen? Nee, musst du nicht. Warum denn nicht? Darf ich mich trotzdem in den Beamer stellen? Ja, wir können das machen. Komm, dann machen wir das. Und go.
Und jetzt beamen wir uns nach unten. Oh, es ist dunkel. Brauchen wir eine Taschenlampe. Und jetzt ist zum Beispiel schon das erste Coole an der Physik. Da unten ist eine Höhle, aber wenn ich natürlich nicht da reinleuchte, wird die nicht hell. Guck, hier durch die Erde sieht man ein bisschen durch mit der Taschenlampe. Und das ist halt das Geile. Allein schon an der Physik. Jetzt drückst du mal R. Dann hast du deinen Abbauer. Das ist dein Materienmanipulator. Da kannst du jetzt... Oh je, ist das süß. Okay, stopp mal kurz. Und wenn du Rechtsklick drückst, dann kannst du den Hintergrund abbauen. You see? Aber da brauche ich... Oh. Was denn? Was war das? Ich hab die ausgeboostet. Danke. Okay, warte mal, wie mache ich jetzt nochmal diesen... R. Naja. Mit R, genau. Und das hier sind Geldkassetten. Oh. Wenn du die zerschlägst, kommt Geld raus. Da werden wir uns noch ein paar Mal streiten, glaube ich. Das ist ja praktisch. Ich bin ein Roboter, so. Ich brauche kein Geld. Und nachts kommen immer so Viecher auf den meisten Planeten. Aber wir sind jetzt sogar auf einem relativ humanen Planeten gelandet. Guck, und hier ist zum Beispiel Kohle. Robi, schnapp dir die Kohle, schnell. Hier ist Kohle in der Wand. Rohstoff. Rohstoff detected. Wer ist dieser Robi, von dem du redest? Meine Kennnummer ist 101. Und hier ist Kupfer, aber guck mal, die ist hinten in der Wand. Die kannst du dann mit dem hinteren abbauen, also mit Rechtsklick. Kann die auch mit Linksklick? Oh ja, bitte. Mit deiner überlegenen Technologie. Mit deiner überlegenen Technologie. Da sind lebende Organismen gesichtet. Hast du das so weit verstanden? Also im Prinzip mit Linksklick... Was ist das denn da? Lebende Organismen gesichtet. 101, was ist das? Kommen. Huh? Vernichten. Greif das ab. Vernichten. Lebensform terminiert. Oh, süße Lebensform. Was ist das denn da oben? Endboss. Endboss? Warte, ich mach das mal frei. Ist das so eine gute Idee, wenn wir uns gleich mit allen anlegen auf dem Planeten? Natürlich. Wir sind überlegende Spezies. Oh. Alles in Ordnung? Oh no. Kann ich was tun? Hey, wie kommst du da jetzt wieder raus? Wie baust du nochmal auf? Wie baust du die wieder? Oben in meiner Leiste ist jetzt die Erde zum Beispiel. Ja. Wenn du die nimmst, dann kannst du jetzt bauen. Und das Coole ist, warte mal, stopp mal kurz. Ist das cool? Wenn du das hast und du drückst Shift, dann kannst du nur einen Block bauen. Und dann kannst du dann auch hübsch Häuser bauen, weißt du? Ja, wir mussten jetzt eine Stufe bauen. Und wenn du jetzt, warte, so. Und wenn du da oben bist, guck mal, kannst du mal ganz kurz, hier. Dein Meta-Manipulator mit der Erde. Geht der auch leer oder so? Nee, ne? Die Erde geht leer, aber der Meta-Manipulator nicht. Ja, sehr gut. Hier oben bei dem Loch, siehst du das? Das ist das Loch im Hintergrund. Ja. Weil wir da ja abgebaut haben. Da kannst du auch mit Rechtsklick wieder bauen, siehst du? Das heißt, wenn wir hier Licht brauchen, können wir einfach einen Hintergrund aufmachen, wenn wir noch nicht zu tief sind. Der hat da oben Eisen. Wir müssen da ran. Warte, wir machen das so. Ja, alles klar. Da geht's lenk ihn ab. Ablenkungsmanöver. Okay, und ich komm von oben und... Ich glaube, das funktioniert. Wir haben das Eisen. Aua! Ah. Töten, vernichte die Lebensform. So. Oh, es regnet. Nein, wir müssen ihn töten. Ach so. Verstehst du denn nicht? Was zum Teufel? Töte sie! Mata! 101! Unwichtig! Oh mein Gott! Lebender Organismus! Einzeller! Vermehrt sich! Durch Mitose! Oh mein Gott! Oh, Achtung, Fallschaden! Wasser durch Luft. Rost angesetzt! Rost angesetzt! Reparatur. Wie esse ich? Du nimmst das aus dem Inventar und klickst dann Linksklick auf dich drauf. Du kannst auch das Inventar wie ein Windows-Fenster verschieben.
Ah. Genau. Und jetzt das Ding, wenn du dir diese Algen hier abbaust oder was das ist. Pflanzenfaser. Und du drückst jetzt mal C. Sehr satisfying, merke ich gerade. Und du drückst jetzt mal C, dann kommst du ins Crafting. Und da kannst du dir Salven machen. Hast du schon so welche? Ja, was? Also da kannst du dann. Crafted. Genau, du kannst doch unten, wo die 1 steht, links klicken, dann macht er so viele wie geht. Moment, wie kam ich da jetzt rein? C, ne? C ist für Crafting, genau. Ja. Und da gibt's auch diesen Inventors Table, sehe ich gerade, und der ist used to produce various crafting stations. Ich glaube, wir sollten gucken, dass wir diesen Inventors Table kriegen. Ja. Alter, guck mal, da drüben ist eine riesen Geldkassette. Boah. Oh, da müssen wir hin. Schnell. Bip, bup, 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 Kapitalistenroboter. Da sind Bomben rausgekommen! Wir wurden verarscht! Das war ein Hinterhalt! Hier geht's aber weit runter. Hallo hier unten! Ich mach den Leuchtturm. Wirklich schönes, schönes Soundtrack. Der ändert sich aber auch, je nach Situation. Also wenn wir zum Beispiel tiefer in eine Höhle kommen, dann fängt das irgendwann mit so einem Dröhnen an. Geht man nur immer tiefer in die Höhlen? Oder kann man auch weiter nach oben? Du kannst natürlich auch auf die Berge, ne? Wir können machen, was wir wollen. Komm, wir gehen mal wieder nach oben. Wir erkunden erstmal den Planeten. Wir müssen ja schauen, ob es Lebensformen gibt, die wir vernichten müssen. Oh. Warum müssen wir Lebensformen vernichten? Darum. Weil du das gesagt hast. Hier ist noch Kupfer. Oh, aber warum müsst ihr Lebensformen vernichten? Komische Frage. Komische Frage. Antwortdatei nicht vorhanden. Komm, lass nach links gehen, da ist einfacher, glaube ich. Ja? Können wir. Oha, wir können Bäume fällen! Mit den Meta-Manipulatoren, warte? Pass auf, ich fälle in dich rein, dann kannst du gleich einsammeln. Hui! Da liegt noch mehr. Ich fang ihn! Ich fang ihn! Ich fang ihn, Schatz! Schatz, ich fang ihn! Hier! Huhu, hier, hier, ich fang ihn! Oh, doch! Fang ihn! Ah! Ich hab ihn gar nicht gefällt. Das sah nämlich sehr pervers aus, was ich hier gemacht habe. Was hab ich jetzt? Na, du pinkelst doch bloß an den Baum. Oh, hier ist Kohle, Alter. Kohle brauchen wir. Denk ich mal. Ding, 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 ding. Hallöchen nochmal, Meckes, Mensch. Wir spielen Starbound. Hat sich jetzt gerade so ergeben. Boah! Hör, das ist ein Grab. Warum ist wieder Nacht? Warum ist wieder Nacht? Wir müssen noch Lebensform töten. Ich hab den Grabstein mitgenommen. Ich muss hier eben die Leiche ausbuddeln. Ja, das habe ich gerade gedacht. Wir müssen mal kurz gucken, ob da jemand ist. Guck, das ist zum Beispiel gerollt. Das rollt runter, wenn wir drunter abbauen, siehst du? Wie können wir auch Sachen wieder... Können wir auch Sachen... Ja, ne? So, alles, was du abbaust, können wir wieder hinbauen. Ja, aber können wir... Haben wir unendlich Platz so? Ja, guck mal. Drück mal I. Ja. Und dann gehst du auf deine... auf die Steine. Also auf diesen Brick. Ja. Das ist, was wir alles schon eingesammelt haben. Und ich kann unendlich viel haben. Na, bis das halt voll ist. Also tausender Stacks. Okay. Tausend Blöcke von allem. Ah, Lebensform, Mata, Lebensform! 101, Lebensform, Lebensform. Kontakt Alarm! Alarm! Warte, ich mach mit. Alarm! Alarm! Lebensformen! Friedlichen Kontakt herstellen! Das ist geil, Alter! Alarm! Alarm! Vögel! Vögel! Alarm! 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 Da links! Schnell auf sie! Bevor die wegfliegen! Boah, Alter! Einer ist drin, komm! Alarm!
Alarm! Alarm! Alarm! Alter, der Vogel da oben! Achtung, der greift an! Der Vogel greift an! Ah, mit Rechtsklick ist er auch super Attacke, ne? Genau. Oh, ach du Scheiße! Alles in Ordnung? Ja, wir müssen uns verbinden, ey. Ja. Alarm! So, Alarm. Die Dings wie Essen, einfach auf dich drauf. Die mache ich zum Beispiel immer oben in die Leiste rein, dann kannst du die schnell auswählen. Ja. Und wenn das rote Herz dann oben links weg ist, ist die Wirkung vorbei. Dann kannst du das nächste nehmen, wenn du bis da noch nicht voll bist. Was ist das denn? Alarm! 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 Alarm. Signal empfangen! Alarm. Alarm! Alarm! Achtung, Achtung, es greift an! Es flüchtet hinterher! Das ist ein riesiger Penis. Guck mal, die Sachen hier kannst du mit E abernten. Hab ich. Hier ist zum Beispiel Weizen. Oh! Alarm! 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 Oh, da ist eine Kiste! Oder was ist das? Oh! Oh, da ist Geld drin! Da ist Geld drin! Und ein Manipulator-Modul. Was ist das denn? Ja, da können wir Sachen kaufen. In Städten. Also diese Geldkasse. Städte, ja, es gibt riesige Städte. Alarm. Metropolen. Alarm, Städte, Plündern, töten. Alarm. Ey, und willst du was Geiles wissen? Wir können, wenn wir Dörfer finden, wir können die komplett abbauen und alle umbringen. Ohne Witz. Und die, wenn wir da Scheiße bauen, dann kommt da die Polizei und will uns einknasten und so, ne? Und guck mal, übrigens, das Wasser hier. Guck mal, hier hat sich Wasser gesammelt. Ja, warte mal, ich guck gerade nach besseren Waffen. Ah, wir brauchen unbedingt diesen Inventors-Table, weil dann können wir... Timber. Also... Timber? Timber, was ist denn das? Bretter so? Das sind Holzbretter, genau. Damit können wir ein Holz... Da können wir dann ein Haus bauen. Wie kriegen wir denn Timber? Achso, da muss ich erforschen. Ah, ja. Wie viel Timber brauche ich für so ein Inventory-Table? Brauchen wir 12. Jo. Ah. Ja, hab 12. ich. Ich kann einen machen, wenn du willst. Oder willst du den machen? Ich möchte den machen. Okay. Warte mal eben. Ich bin ja schon dabei eigentlich. Sehr gut. Ich werde jetzt nur so leicht verwirrt. So, jetzt habe ich den. Und das ist ein Forschungstisch, ne? Genau, stell den mal hier irgendwo hin. Ja, ich guck mal gerade, wo der ist. Ich mach mal Platz hier. Hä, wo ist denn der? In meinem Inventar. In irgendeinem deiner Unterinventare. Wahrscheinlich in dem mit dem Stuhl und dem Brett, oder? Hier habe ich den... Mit dem Stuhl und der Kiste. Den Tombstone. Warte mal eben. Nein, es regnet wieder. Oh nein, Rost setzt an. Ich baue uns mal ein Dach. Warte. Ja. So. Und guck, mit Rechtsklick könnten wir jetzt den Hintergrund zubauen. Siehst du? Das ist sehr geil. Da können wir uns voll... Guck, jetzt mache ich uns noch schön Licht rein. Oh nein, das ist ja traumhaft. Wie ging denn das jetzt? So, und jetzt stelle ich uns noch unsere Kiste hier hin. Und jetzt sind wir zu Hause. Mach das zu Hause, unser eigenes. Es ist nicht viel, aber es ist unseres. Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Ich weiß es nicht. Okay, was? So, jetzt habe ich hier was. Ja, was denn? Hab ich was gecraftet. Oha. Und je nachdem, wie du jetzt läufst, nach links oder rechts, kannst du den noch drehen. Achso, ja, gut, okay. Oder du stellst ihn halt einfach hin. Ah, guck mal, da können wir ein Anvil machen. Ein Dings. Ich mach mal die Wooden Workbench. Ja. Ich hab die schon. Die stelle ich direkt daneben. Achso, was ich dir auch zeigen will. Guck mal. Bei Minecraft hast du ja immer unendliche Wasserquellen, ne? Keine Ahnung, ich hab Minecraft nicht gespielt. So, okay. Aber guck mal, hier, das Wasser, das sammelt sich durch den Regen. Und wenn ich drunter abbaue, dann läuft das einfach da runter. Das heißt, man kann auch Höhlen fluten und sowas. Also das ist... Und guck, hier tropft es ja auch noch rein. Und jetzt hat sich hier in dem Pinöpel was gesammelt. Guck, hier in meiner Badewanne, Schatz. Hier. Ich grab das mal hier rein. Ich glaube, wir brauchen mehr Holz. Ja, brauchen wir. So, ich guck mal. Ich habe jetzt nämlich den anderen Tisch gemacht, den zweiten. Zack, die Wooden Workbench. Ach, geil. Oh. Da können wir Cobblestone Bricks machen und so für Fundamente. Und Betten und Haustüren. Und Deko-Gegenstände.
101. Kontakt, Kontakt! Alarm! Warte, ich mach Fackel. Oh, Geld! Oh. Wir sind doch kapitalistische Roboter übrigens. Ein Penis! Tötet ihn! Oh, Achtung! Oh! Unseren überlegenen Waffen nicht. Mal hochheilen wieder. Unseren überlegenen Waffen sind sie nicht gewachsen. Nee. Achtung. Es kann manchmal passieren, dass es auf einmal kilometerweit runtergeht. Also wir müssen ultra aufpassen. Da ist eine Kiste. Da. Alarm. Führer. Führer, eine Kiste. Warten Sie, ich baue uns einen Weg dorthin. Ah, ich habe nichts mehr zum Bauen. Ah, sehr gut. Alter, das Silber in der Wand oder was ist das hier? Ich baue das ab. Ja, Mann. Ich guck rein. Oh, Alter, du darfst gucken. Da sind, glaube ich, Pfeile drin. Was ist denn das hier? Manipulator-Modul. Manipulator-Modul. Ich glaube, mit denen können wir unsere Meta-Manipulator upgraden, dass die schneller und größer in größerer Fläche abbauen und so. Ah. Und die Kiste nehmen wir natürlich mit, weil wir brauchen ja Kisten. Na klar. Sind die Taschen aber irgendwann leer? Nee, die sind forever. Nice. Solar. Solar. Die stecke ich mir immer in den Arsch dann. Ah! Ha, ich hab's nicht so gemeint! Aber das Ding ist halt. Achtung, Achtung, Achtung! Oh, das ist ja ein Vieh! Oh, ja! Hey, was ist denn das? Das ist ein Skelett, so wie es aussieht, ne? Ja, hast du Knochen rausgekriegt? Ja, ich hab gelernt. Throwing Bones und Pack Bones. Pack Bones hab ich gelernt. Also, wir können noch weiter runter, wenn du möchtest. Merkst du, wie langsam so ein Dröhnen anfängt? Ja, ist das der Druck? Das ist der Druck. Und guck mal, jetzt im Hintergrund ist es jetzt eine Höhle und keine Wiese mehr, weil wir jetzt unter der Erdoberfläche sind. Siehst du das? Ja, guck mal, hier ist noch mehr Ohr. Oh. Ohre. Genau, und du musst natürlich auch immer das Zeug einsammeln, weil fällt natürlich einfach nur runter. So, ah, wir tun hier mal die Dings noch mitnehmen natürlich, oder? Plant Fibers. Hey, immer oben abholzen. Fällt alles runter. Ich sehe schon, das geht jetzt schon los mit diesem, dass wir uns gegenseitig die Sachen klauen. Oh, ganz rechts unten. Guck mal. Hallo? Was machen Sie hier? Ich hab Sie ins Gesicht gefilmt. Guck mal kurz. Hier? Ja. Hallo? Ja, ich hole nur unseren Ausgang wieder. Wenn du jetzt Steuerung drückst, also gedrückt hältst, STRG, ja, und dann mit der Maus dich bewegst. Ah, kann ich gucken. Und ganz unten rechts, guck mal. Da ist, was ist das denn? Eine Lichtquelle. Aber das ist doch ein Dorf. Da stehen Häuser. Ganz kleine. Auf dem Weg, das herauszufinden. Und dann einmal wieder Steuerung drücken, dann zentriert es wieder. Wir müssen dorthin und das plündern. Also für die Wissenschaft natürlich, ne? Ja. Wir sind natürlich keine. Wir müssen alle Lebensformen umbringen. Was? Oh! 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 Was hast du denn? Was machen Lebensform? Wir? ASMR? ASMR? Boah, Alter! Ey, das ist wirklich eine Stadt, guck mal. Ja. Ah, wir müssen gucken, dass wir nicht zu weit fallen. Danke. Hab ich mir auch gerade gedacht. Ey, warte mal, ein Ball aus Gnomen ist da rausgekommen. Mit Sklaven? Hosties little guys to do the fighting for you. Ey, wir können die werfen. Guck mal, oh mein Gott, guck mal, wie brutal. Guck mal. Oh Gott, wie brutal ist das denn? Hier wohnen Gnome. Und wir können die einfach auf andere Sachen werfen. Die greifen dann an. Ich will auch Gnome. Da musst du die Häuser zerschlagen. Ah, das ist ja einfach. Dann kommen Gnome raus und die können wir dann auf andere Sachen werfen. Das also Fokus muss auch definitiv Fackeln sein. Weil mit der Taschenlampe kommen wir nicht weit, ne? Ich habe mal 64 Fackeln gemacht gerade.
Zack. Ah, hab ich doch hier schon. So. Hey! Jetzt komme ich ja gar nicht mehr raus hier. Hey! Warte doch ab! Guck, geh mal. Ey, sag mal! Jetzt hast du einen Ball Gnome gekriegt. Und die kannst du jetzt ausrüsten und dann werfen. Ist das brutal? Bei mir waren die, glaube ich, bei meinen Einrichtungsgegenständen. Yo. Nee, it's helping. Ich habe keine Gnome. Kommen die nicht aus jedem Haus? Also, es steht immer unten in der Mitte, was du einsammelst. Ja. Aber ich schmeiß dir die mal hin. Guck mal. Warte, ich nicht. Warte. Achso. Meine eigene Gnome. Hier unten ist doch eine ganze Hauptstraße. Guck mal. Da sind welche dabei gewesen. Hab's gesehen. Ja, Wahl auf Gnomes. Jetzt hab ich auch einen. So, jetzt kannst du mal gucken. Rüstet die mal aus und dann schmeißt die mal ein. Das hört sich so brutal an. Ja. So, die habe ich schon drin bei 7. Nee, vielleicht bei 5? Ja, bei 5. Das ist wirklich finster. Das hat schon so einen eigenen Charme, die Grafik auf jeden Fall. Total, ja. 2D, es ist halt auch so. Aber es geht trotzdem irgendwie in die Tiefe, ne? Wegen diesem Hintergrund abbauen und so. So, ja. Au. So. Kohle. Ich bin da runtergefallen, alles gut. Achso. Chef. Ich hab schon mal eine Gnome rausgeholt. Noch mehr Häuser. Können wir mit den Gnomen die Gnomenhäuser kaputt machen? Ich glaube schon, oder? Ja. Jetzt die Gnome auf sie. Alter, ist das undankbar. Ey, ist das brutal. Alter, was ist das denn? Einer von uns. Wo? 101, hier ist einer von uns. Hallo. Hallo. Oh, er ist rot geworden. Ist das ein gutes Zeichen? Wir leuchten. Warte, ich mach mal 3 Augen, dann sagt er bestimmt Hallo. Hallo. Oh. Hol die Gnome raus. Er muss. Genau, hol die Gnome raus. Alter. Was? Da kam eine AA-Batterie raus. Hier, guck. Alter, wie viel Erz ist denn hier im Boden? Oh. Mata. Ey. Alles mitnehmen. Danke. Es gibt übrigens auch Diamanten und so, ne? Meine Güte, wir haben schon 12 Uhr. Ich würde. Scheiße. An dieser Stelle. Oh, Scheiße! Hol die Gnome raus! Okay, dann gehen wir hoch aufs Schiff. Da können wir safe. Hier wieder beamen? Nee, kannst du nicht, weil der Hintergrund nämlich Höhle ist. Wenn wir so weit oben sind, dass der Hintergrund Wiese ist, also frei, dann können wir uns auch hochbeamen aus einer Höhle. Ist ja echt voll der Experte in dem Game, ey. Schiebt er sich die Erde in den Hintern und... Boah. Alter, wo kommen jetzt die ganzen Roboter her? Was hat der denn gedroppt? Eine Platine oder so. Warte, Schatz. Ich fliege mit dir nach oben. Auf den Dreck. Wo kommen wir denn wieder hoch? Hier? Sonst oh, ich verhunger. Oh, yo. Ich auch. Ich hab nichts mehr. Was? Hast du noch was? Hier. Ich hab meine Dose schon gegessen. Das waren 4. Ja, das war bei mir. Ich hab jetzt auch nur eine Dose. Ja, klar, ich hab dir auch nur eine gegeben. So, jetzt geht's. Als ob ich dir mehr geben würde. Gib mir auch. Was wollte ich denn jetzt? Essen. Ich wollte bauen. Ich wollte mich auch nach oben bauen. Ach so. So wie du. Aber hier kommst du hoch. Guck. Ah, du springst dabei. Genau. Oh, meine. Also ich halte auch nicht gedrückt. Jetzt hast du gedrückt gehalten, deswegen hast du ganz viel verbaut hier. Aber ich springe immer hoch und dann klicke ich einmal. Und dann ist immer unter dir was, weißt du? Wie mache ich die Hintergrundwand immer weg? Mit Rechtsklick. Ja, gut. Oh, das dauert aber lang. Das ist Stein. Cobblestone. Ach so, den hier muss ich auch einsammeln. Na klar. Ja, Cobblestone brauche ich nicht. Ich brauche nur Dreck. Ja, hier bin ich. Hier ist schon wieder irgendein... Oh, das Gold!
Mon Dieu. Nein, es ist runtergefallen. Ich hol es. Pass auf, dein Fallschaden. Jetzt kommst du nicht mehr hoch. Ah, nach rechts springen. Da ist so eine Kante. Ja. Die waren wir doch eben schon. Wieder. Genau. Hier sind doch Fackeln. Die haben mich doch platziert. Oh, wann habe ich das letzte Mal ein Jump'n'Run gespielt, ey? Ui. Na jetzt. Warte mal eben. Die nehme ich noch mit. Aber mit meinen Goblins. Die nehme ich noch. Du musst das halt auch alles einsammeln, ne? Was du da abholst mit denen. Stell dir das mal in echt vor, wohnst du da irgendwo in so einer Höhle? Auf einmal kommt da so ein Riese und fetzt alle Bäume weg, alle Häuser weg. Warum? Aus einfacher Willkür. Achtung! Ja, wie schnell kriegen die denn die Roboter weg? Oh, das Gold! Oh. Kann ich die auch wieder einsammeln, die Fackel? Ja, klar. Du kannst sie auch mit E ausmachen, wenn wir nachts schlafen gehen in einem Haus. Guck. Hier. Da musst du jetzt mit Linksklick abbauen wieder. Ja. Sonst baust du den Hintergrund ab, ja, genau. Ja, das ist. Da muss man sich erstmal reinfuchsen. Ja, doch, vorne ein sehr lustiges Spiel, auf jeden Fall. Vor allem, es gibt halt unendlich viel zu entdecken, weil das ist. Musst du überlegen, das ist ja. Oh! Weißt du, das ist der erste Planet und es gibt halt Millionen. Wenn jemand neu generiert die Planeten nach so einem Zufall? Ja. Also es gibt halt Sternensysteme, die generiert werden. Ja. Und da können wir dann um die Sonne drumherum können wir mehrere Planeten anfliegen. Da gibt's dann auch Eisplaneten, je nachdem wie nah die an der Sonne sind. Ne? Und Magma-Planeten und es gibt auch mehr Planeten, wo nur Wasser ist, wo man dann runtertauchen kann und dann in die Unterwelt bauen kann. Halt mal die Dings unter dich. Die Maus, so mit dem Ding. Mit der Erde. Und dann immer, ich springe immer hoch und dann klicke ich immer einmal und dann setzt du das genau unter dich sozusagen. Aber du musst dann noch Erde auswählen. Ach so, das habe ich nicht. Genau, immer so. Genau. Ah. Dann halt nicht gedrückt halten, Linksklick, weil sonst hast du immer gleich alles weggebaut. Und immer einmal. Such hier mal uns irgendwie den Weg frei zu machen, dass wir beide hochkommen. So. Also, das war vielleicht jetzt 20% von der Menge, wie weit es wirklich runter geht, weißt du? Mhm. Also, es geht unendlich weit runter. Das ist gefühlt so krass. Und da gibt's halt. Was ist das denn hier? Hallo, bist du böse? Ah, der greift natürlich auch an. Ich habe irgendeine Fliege gefunden. Guck hier. Hey, geschafft. Super. Wie weit sind wir denn runtergegangen? Super angenehmes Reisen, so. Muss ich wirklich sagen. Super angenehm. Ich höre den Regen. Friss Goblins. Keine Kartoffelviecher. Oh, Alter, ich bin gleich down. Schnell heilen. Oh, und natürlich Gremlins werfen oder Dings werfen. So. Oh, shit. Was ist los? Ah. Sind wir Massenmörder? Was? So. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Wir nehmen jetzt die Sachen mit. Ja, ich glaube, wir brauchen Essen, ne? Das ist unsere nächste Dings. Wir können auch selber mit Hacken und so die Erde bewirtschaften und können unsere gefundenen Samen anpflanzen. Da kann ich für uns kochen, Schatz. Was ist das denn? Gesagt. Ey, das müssen wir noch kurz angucken. Guck mal hier. Kann ich da rein? Alter, wir können schlafen in dem Zelt. Tschüss. Auch. Nee, mit E, genau. Aber da kann nur einer rein. Da heilt man sich auch. Alter! Da heile ich mich. Ja. Guck mal, ich habe uns an dem Campfire was gekocht. Hier, bitteschön.
Moment, ich penne noch. Nee, aufwachen. Ah, du hast es mit ins Zelt genommen. Was ist das? Old Peerreaps. Genau. Woher hast du die? Guck mal, die habe ich vorher abgeerntet und die konnte ich hier an dem Campfire machen. Geh mal mit E aufs Campfire. Ah. Voll nice. Ich hab nur leider nichts. Ja, alles gut, wir werden noch genug finden. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch aufs Schiff. Dafür einfach hier hingehen, wo der Hintergrund frei ist. Und beam ab. Rechts. Moment, wie ging das auch da? Genau, da rechts. Und jetzt kannst du aber wieder von deinem Schiff auf mein Schiff beamen. Und dann sind wir wieder beieinander. Was gut, Schwein. Hallo. Genau, und jetzt... Hallo. Und jetzt... Wann ist das Schiff so weit aufgerüstet, dass wir es den Planeten bombardieren können? Da steht jetzt ganz oben rechts, Feind die... Was? Digga, ich will nicht zu viel verraten, aber wir können wirklich Planeten sprengen. Ja, dann muss das unsere erste Aufgabe sein, unsere Galaxie komplett auszulöschen. Ey. Ganz oben rechts steht Feind der Archaic Energy Source. Mhm. Wenn du da drauf drückst, das ist unsere Quest. Ja. So, und da müssen wir dann irgendwie beam down the planet surface using the teleporter in search for supplies and perhaps a means of fixing the ship. So, das heißt, wir müssen irgendwas auf diesem Planeten finden, was uns helfen könnte, dieses Schiff zu reparieren. Und dann können wir irgendwann an diesen Computer hier ran. Und du siehst doch da hinten im Hintergrund, wenn du mal hier links hingehst. Ja, du kannst dir auch Fackeln hinhängen. das sind da hinten die zwei Planeten. Ja. Na? Da können wir auch hinfliegen. Und ohne Joke, jeden Stern, den du da hinten siehst, da können wir überall hin. Und überall erwartet uns was, was wir noch nicht gesehen haben. Das ist ja mega witzig. Das wird ultra spannend, wirklich. Und guck mal, wir können sogar hier die Lampen abbauen. Dann sind wir ganz rustikal mit den Fackeln, das finde ich viel besser. Aber guck mal, kannst du die Fackeln vielleicht auf die Stützen setzen, auf die grauen? Pass auf. So, ja, hier. So. Und jetzt schlafen wir machen die aus. Ja, mega interessantes... Oh, du hörst mich gar nicht, ne? Doch, doch. Mega interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich hab auf jeden Fall Bock auf mehr, aber nicht mehr heute, weil es ist sehr spät. Ja, wir machen Schluss hier. Ich zeig dir Sea of Thieves, du zeigst mir dieses Spiel. Und gucken wir mal, dass wir das montags immer hinkriegen. Genau, dann haben wir nämlich schon zwei richtig schöne Projekte vor uns. Wir können doch dann immer sagen, dass wir den einen Montag das eine Spiel spielen und den anderen Montag wieder das andere. Oder wenn wir Lust haben, doch was anderes, ne? Oh. Ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht so doll drauf fixieren. Aber ich habe hier auf jeden Fall Bock drauf, weil es gibt hier so viel zu entdecken, es ist unglaublich, wirklich. Aber ich finde das auch geil, dass wir mit allem kämpfen. Das finde ich super. Wir können auch irgendwann in eine Stadt gehen und die wollen dann Politik mit uns machen. Und dann bringen wir die einfach um. Weißt du, was mir, also nur mal so für die Abgefucktheit. Ich habe mal auf einem Planeten eine Ritterburg gefunden, ja. Da waren ganz viele Ritter drin. Das waren aber alles Dings, Roboter. Okay? Und nachdem ich die alle vernichtet habe, Entschuldigung, wo ich die dann alle vernichtet habe, habe ich einen Kellereingang gefunden und da ist aus so komplett weißen Platten, also weißen Blöcken, ein Labor gebaut gewesen und da waren so riesige Tanks mit Affen drin. Und die haben da unten Tests an Affen gemacht und dann waren da so Roboter mit Sturmgewehren und sowas und haben auf mich geschossen. Hey, Talia. Hallo, Talia. Kennst du das Spiel, weißt du, Talia? Also, das wird noch wirklich richtig, richtig abgefuckt. Ach so, und unsere gesammelten Sachen können wir hier in den Chip locker machen. Ich glaube, du hast da auch Zugriff drauf, oder? Kannst mal gucken. Ja, kommt auf jeden Fall dran. Sehr gut, dann können wir da nämlich unseren ganzen Scheiß reinmachen. Ich tu noch hier die Tische hinstellen, die beiden erstmal. Das Schiff ist übrigens auch um das 50-fache erweiterbar oder so, ne? Wir können hier ganz viele Etagen reinmachen und nach unten und nach oben und nach hinten und nach vorne. Talia kennt das Spiel nicht. Was? Talia, es ist ein Traum. Aber ich glaube, Talia hat Bock auf das Spiel. Ich habe das Gefühl, Talia könnte Roboter 1-0. 3-0. Ja, oder 3-0-1. Ja, ich weiß auch nicht. Kann sie sich aussuchen, 1-0. 101 oder 01 01, oh Gott. Oh Gott.
Wir müssen das Leben ausradieren. Das Leben ist fehlerhaft. So, ich muss mich aber jetzt verabschieden. In die Nacht. Ja, mache ich auch. Dann auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle. Ja. Und ich hoffe, hier geht's bald weiter mit uns beiden, weil es ist ein... Oh, es wird so schön. Es wird super schön. Gut, dann auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und tschüssi, ne? Ja. Tschüssi. Auf dem Planeten Matter. Genau. Im Universum Matter. Sogar.